diese Muscheln möchte ich euch zeigen, wie die gemacht werden. Hier habe ich sie einmal auf den Kopf gestellt, damit ihr auch seht, wie sie von hinten aussieht. Also, bis gleich. Also, für diese Muscheln, seht ihr, auf die Rückseite haben wir dann hier diese Erhöhungen. Dann da ein Muster haben, habe ich diesmal helle Baumwolle, damit ihr das besser seht. Hier natürlich meine Anleitung. Tut der Computer auf Vollbild und Stand und dann könnt ihr das abschreiben. So, also 15 Luftmaschen, die habe ich jetzt hier schon mal angefangen. Dann 13 halbe Stäbchen, also um die Nadel rum. Und zwei lassen wir links liegen, die stechen in die dritte rein und holen den Faden und ganz durch. Also um die Nadel rum, Faden holen und durch alle drei durch. Und so machen wir jetzt mal die 13 halbe Stäbchen. Dann zeige ich euch hier 13 feste Maschen mit 3 Luftmaschen. Hier der Teil bis hier in der Mitte nehmen wir nämlich zu und nachher wieder ab. Das ist hier dieses Teil zum Zunehmen. Da geht es drauf. Okay, das machen wir jetzt. So, jetzt habe ich das fertig. Jetzt wird hier unten so von Reihe zu Reihe hier aufgefädelt, weil wir das nachher zusammenziehen. Ich habe an die andere Seite auch einen längeren Faden hängen lassen. Den habe ich jetzt mit Absicht etwas länger noch, weil ich das mit die Perle euch nachher zeigen möchte, was man auch machen kann, wenn die Perle ein größeres Loch hat. Also mit jeder geht das nicht. Aber ich hatte jetzt eine auch gefunden, die ein größeres Loch hatte. Wir machen in die helle jetzt hier eine schwarze Perle. Gibt es ja auch. So, jetzt ziehen wir das schön zu. Und dann gehe ich nochmal hier auf die andere Seite. Und mache das noch ein paar Mal hin und her, damit mir das auch nicht ausrüffelt, auseinanderzieht. So. Und hier nochmal. Okay. Schere habe ich jetzt natürlich wieder hinter mir. So. Jetzt hier diese. Da kann man nämlich jetzt die Perle mit in einem nähen. So. Dann mache ich hier aber noch einmal hier fest. So rum. Und zwar gehe ich dann hier was mehr in die Mitte. Halte ich wieder alles vor dem Bauch und ihr seht nichts, wa? Typisch. So, und jetzt habe ich, die war das, die hatte ein größeres Loch, wo ich mit diese dickere Stopfnadel auch durchkomme. Das war jetzt praktisch. Dann kann ich sie mit dem Faden nämlich festnähen und sonst müsst ihr euch eine weiße Faden nehmen und das festnähen, wenn ihr in andere habt, wo das nicht geht. So, dann geht er noch mal hier rein. Oh, ja, wenn das so weit nicht geht, dann nehme ich mal meine Zange und ziehe noch was nach. Ach, seht ihr, so, jetzt haben wir es. Und natürlich raus. Üblich, Vorführeffekt. War ich zu schnell, zu stürmisch. So, Zange weg, die irritiert. So, und hier noch mal durch. Und dann wird sie vernäht. Dann ist die Muschel fertig. Und ich will ja irgendwann, wenn ich noch ein paar Fische und so was habe, in Wahl habe ich ja schon mal so ein Aquarium machen. Dann kommen auch noch ein paar Pflanzen dazu. So, das wird nachher auch abgeschnitten. Seht ihr, dann ist das fertig. Hinten mit dieser Erhöhung, dieses Muster. Okay, also noch einmal, ihr macht 15 Luftmaschen. 13 halbe Stäbchen, feste Maschen hinten einstechen, halbe Stäbchen vorne. Dann macht ihr Zunahme bis zu 16 Stäbchen und dann oben, damit die Rundung gibt, habe ich hier noch einmal dreimal, nein, wie voll, halbe Stäbchen und dann waren noch einmal zweimal hin und zurück 16. Dann wird abgenommen, also immer eine weniger. Wie ihr nachher oben wart, aufhören
unten zusammenziehen, Perle einnähen. Mach den Computer auf groß, auf Vollbild und Stand und können abschreiben. Okay, so, das muss ich nur noch abschneiden. Das mache ich zum Schluss. So, damit ihr das ein bisschen seht. Und wie gesagt, die kleine ist bloß die Wolle dünner. Die Anleitung ist genau dasselbe. So, und wenn es euch gefallen hat, dann geben Sie uns einen Daumen nach oben. Und über jedes Abo würden wir uns freuen. Bis zum nächsten Mal. Jetzt habe ich das jetzt bis zur Hälfte fertig. Und zwar ist das hier die Hälfte. Dann machen wir hier aber bis hier. Und dann machen wir aber, damit das hier diese Rundung hier oben gibt, noch einmal zwei die gleiche Stäbchen. Dann nehmen wir ja wieder ab. Hier haben wir ja zugenommen. Wir haben jetzt feste Maschen. Und wie gesagt, hinten einstechen. Hier hinten. Man kann es sehr gut hier sehen an die hellen, wenn ich jetzt so die Finger jetzt dazwischen nehme, dass da zwei Maschen sind und eben für die feste Maschen hinten und für die Stäbchen war es hier vorne. Und dadurch seht ihr, haben wir dann diese Erhöhung. Da machen wir jetzt eine weniger. Also die drei Luftmaschen fallen nämlich auf die Rücktour weg. Das war auf die Hintour die eine dazu. So. Und da noch eine und dann war's das. Dann drehen wir es um. Jetzt kommt das halbe Stäbchen. Seht ihr, jetzt müssen wir vorne rein. Da vorne rein. Seht ihr, vorne rein. Halbes Stäbchen ist ja um die Nadel rum. Faden holen. Und durch alle drei durch. Und so machen wir das jetzt bis zum Schluss. Immer eine weniger, bis wir 13 haben, wie wir das da oben hatten. Dann sind die hier nachher dann hier gleich. Okay. So, jetzt habe ich unten die festen Stäbchen. Dann die halbe Stäbchen. Jetzt diese Reihe feste Maschen habe ich schon mal angefangen. Also, und zwar steht da hinten einstechen. Also eigentlich stecht er ja so rein. Das nicht, sondern in die hintere Masche einstechen. Seht ihr da in die hintere? Bei die feste Maschen. So, dann machen wir drei Luftmaschen, 1, 2, 3. Das ist jetzt die eine mehr. Wir nehmen ja hier jedes Mal mehr. Und jetzt wieder halbe Stäbchen vorne rein. Also hier rum und hier vorne reinstechen. Da durchziehen. Seht ihr nicht so das Ganze, sondern hier reinstechen. Durchziehen. Vorne reinstechen. Durchziehen. Und dadurch kommt dann hinten diese Erhöhung. Seht ihr, immer die feste Maschen, drei Luftmaschen hinten einstechen und die halbe Stäbchen vorne reinstechen. Dann machen wir das bis hier und hier machen wir, wiederholen wir diese 16 Stäbchen und feste Maschen. Das ist dann hier oben diesen Bogen. Und dann nehmen wir ab. Aber das zeige ich dann wieder.